Einen wunderschönen guten Abend. In Deutschland geht es wirtschaftlich bergab und die Ampelkoalition verschärft diese Situation durch ihre katastrophale Sparpolitik sogar noch. Was könnte man jetzt tun, um daran etwas zu ändern? Welche finanzpolitischen Maßnahmen könnte man jetzt ergreifen? Nun, diese Frage wurde zumindest so ähnlich bei Maybrit Illner vor einigen Wochen diskutiert. Mit dabei war unter anderem die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang. Schauen wir uns mal an, was für, ja, Lösungsvorschläge die Vertreter unserer Altparteien hier vorzubringen haben. Teuer wird's für Deutschland. Das ist unser Thema heute Abend und damit einen guten Abend, liebe Zuschauer. Christian Lindner wollte die Schuldenbremse nicht aussetzen, die SPD keine Sozialleistungen kürzen und die Grünen keine Klimasubventionen hergeben. Fast hätte es die Ampel zerlegt. Nach 4 Wochen dramatischem Regierungsstreit sollen jetzt Kürzungen und höhere Abgaben, die 17 Milliarden einspielen, die fehlen. Für alle wird Heizen und Autofahren teurer, der CO2-Preis steigt schneller und stärker als geplant. Und sonst noch? Wie teuer wird's fürs Land? Das fragen wir uns und diese Gäste. Die Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Ricarda Lang. Christian. Also bei den Landwirten wurde ja auch beispielsweise geplant, die Agrarsubventionen zu kürzen, was man jetzt die Subvention für Agrardiesel zu kürzen, was man mittlerweile teilweise wieder zurückgezogen hat. Also ja, man erhöht die Steuern für die Bürger, um sein eigenes finanzpolitisches Versagen und vor allem die weitere Aufrüstung finanzieren zu können. Jan Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP. Der CDU-Haushaltsausschussvorsitzende Helge Braun. Die Journalistin Christina Dunz. Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur Finanztipp. Und Sarah Tacke, Leiterin der ZDF-Redaktion Recht und Justiz. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Sie begrüßt alle Gäste nochmal ausgesprochen herzlich. Eigentlich hatte man sich vorgenommen, dass... Die Frau vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, die eben vorgestellt wurde, das ist eigentlich eine SPD-Vertreterin. Also eben hatten wir die Runde so schön im Bild. Schauen wir uns doch das mal an. Wir haben hier einen CDU-Vertreter, wir haben eine Vertreterin der Grünen, wir haben einen Vertreter der FDP und wir haben eine Vertreterin der SPD. Wieso bezeichne ich die Frau vom Redaktionsnetzwerk Deutschland als SPD-Vertreterin? Nun, das Redaktionsnetzwerk Deutschland ist in der Hand der Matzak, also der Verlagsgesellschaft Matzak. Und deren größte Kommandistin ist die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft, welche zu 100% der SPD gehört. Das ist das 11. größte Medienunternehmen der Bundesrepublik. Also die SPD hat quasi mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland und der deutschen, wie der deutschen Drucks- und Verlagsgesellschaft teilweise gehört, ein riesiges Medienimperium aufgebaut. Das ist eine ziemlich reiche Partei. Und so Leute, die also de facto die Interessen der SPD vertreten, die werden dann in solche Talkshows eingeladen und es wird nicht mal darauf hingewiesen, wem das Redaktionsnetzwerk Deutschland gehört. Sie begrüßt alle Gäste nochmal ausgesprochen herzlich. Eigentlich hatte man sich vorgenommen, dass es keine Nachtsitzungen mehr geben soll. Die Einigung im Haushaltsstreit gab es am Mittwochmorgen um 5. Auftritt nach 12 Stunden Nonstop-Verhandlungen. Die drei von der Ampel fühlen sich alle als Sieger der Haushaltsrangeleien. Wir stärken den sozialen Zusammenhalt. Sie sorgen für Impulse für die wirtschaftliche Stabilität und Erneuerung. Weil die Orientierung an der Schuldenbremse für uns weiter von großer Bedeutung ist. Jetzt wird kräftig gespart, umgeschichtet und der Bürger zur Kasse gebeten. Strom, Gas, tanken, überall wird der stärker steigende CO2-Preis spürbar. Dazu kommen eine Kerosinsteuer für Inlandsflüge. Für die Bauern wird Agrardiesel teurer. Eine Eskalation im Ukraine-Krieg würde die Koalition allerdings anders finanzieren. Um vorbereitet zu sein, haben wir bereits miteinander vereinbart, in einer solchen Lage dem Bundestag einen Überschreitungsbeschluss vorzuschlagen. Für die Opposition klingt das verdächtig nach einer neuen Schuldenbremsen-Hintertür. Es ist eine vorhersehbare Notlage, die Sie spätestens zur Mitte des Jahres erklären werden müssen. Und dann wollen Sie uns in Anspruch nehmen, noch einmal für die Überschreitung der Verschuldensgrenze des Grundgesetzes. Diesen Trick lassen wir Ihnen nicht durchgehen, Herr Bundeskanzler. Da wird von Hintertüren gesprochen, aber erstmal Christina Dunz, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hat Christian Lindner sich durchgesetzt? Es bleibt bei der Schuldenbremse. Denkt dran, Redaktionsnetzwerk Deutschland heißt SPD.
Also sie wird nicht noch mal ausgesetzt. Wie groß ist die Unruhe bei den Sozialdemokraten, bei den Grünen? Bei den Sozialdemokraten war sie am Mittwoch sehr groß, weil man den Kanzler ja so verstanden hatte und auch bei dem Parteitag so verstehen konnte, dass die Belastungen, die durch die Unterstützung für die Ukraine auf Deutschland zukommen werden, ein guter Grund sind, eine Notlage zu erklären. Und jetzt könnte man sagen, er hat sich nicht gegen seinen Finanzminister durchgesetzt. Herr Bundeskanzler ist, oder Olaf Scholz ist Bundeskanzler, Christian Lindner regiert im Moment. Insofern würde ich sagen, der Punkt geht kurzfristig an den Parteichef. Langfristig, der Parteichef der FDP, langfristig, glaube ich, kommt es als Boomerang zurück. Wir haben gesehen, in den Ländern bei den Wahlen hat die FDP sehr stark verloren. Sie hat nur 2 Punkte. Schuldenbremse einhalten, keine Steuern erhöhen und es wird anders kommen. Ja, das keine Steuern erhöhen, das hat die FDP ja jetzt schon gebrochen. So wurde die Mehrwertsteuer in der Gastronomie erhöht, die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme, die versprochene Steuererhöhung auf Agrardiesel sollte auch kommen, die CO2-Steuer wird erhöht. Und stimmt, einige Sachen, die keine Steuererhöhung waren, aber natürlich auch das Einkommen der Bürger auffressen, ist die Erhöhung der Krankenkassenbeiträge und die Erhöhung der Lkw-Maut. Also das Versprechen hat die FDP jetzt schon gebrochen. Und insgesamt würden Sie sagen, dass der Crash dieser Koalition schon wie nah war und ist er jetzt nur aufgeschoben? Das haben Sie im Grunde gesagt. Was man dazu sagen sollte, die Steuern für große Unternehmen bzw. für Unternehmen allgemein sollen gesenkt werden durch das Wachstumschancengesetz. Das macht es Unternehmen, je größer die Unternehmen sind, desto einfacher geht das dann, leichter Abschreibungen zu tätigen. Das sind Steuersenkungen von bis zu 6 Milliarden Euro pro Jahr, die erst in ein paar Jahren greifen werden. Angedeutet. Also das, was zu hören war aus der SPD, war, dass der Finanzminister quasi dem Bundeskanzler die Pistole auf die Brust setzt und sagt, ich weiche hier nicht, ich will die Schuldenbremse nicht aussetzen, jedenfalls das jetzt nicht ankündigen. Und er hatte dann, also der Bundeskanzler hatte dann nur die Wahl, friss oder stirb. Herr Lindner ist ja auch etwas früher aus diesen Verhandlungen herausgegangen. Die beiden anderen, Habeck und Scholz, blieben sitzen und haben sich dann letztendlich dazu durchgerungen, dazu erstmal Ja zu sagen. Mhm.